So, ich sitze jetzt mit dem Patrick Bitzinger im Augarten. Im Augarten, ja. Gerade vorher kennengelernt. Wir haben schon sehr viel geredet, sehr viel erfahren. Wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt. 18 Jahre? Mhm. Und was für Sportart machst du? Hauptsächlich Radfahren, also ausschließlich Radfahren, weil das andere habe ich jetzt aufgegeben. Früher bin ich ein bisschen gelaufen, aber das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe mir die Motivation verlassen. Okay. Das heißt, der Stärke ist Radfahren? Ja, genau. Und du bist ein Tandemfahrer? Tandemfahren, genau. Tandem. Okay. Mhm. Wie funktioniert das genau oder wie schaut das aus? Naja, da gibt's, vorne ist der Sehende und hinten sitzt dann halt ich. So. Okay. Ja. Und natürlich, es ist wichtig, dass man einen guten Fahrer hat, weil sonst hat man bei den Rennen halt keine Chance. Nicht. Okay. Naja, das ist halt immer das ein bisschen unfair. Du hast da hohe Ziele gesteckt oder? Mhm. Wie schauen die aus? Ja, mein Ziel ist die Paralympics 2016 in Rio de Janeiro. Okay. Und ja, ich bin optimistisch, dass ich das schaffe. Okay. Ja, was bedeutet für dich das, der Sport eigentlich oder das Radfahren? Was gibt dir das? Was bedeutet das für mich? Also, sehr viel mal. Ja, das ist einfach durch den Sport kann ich eigentlich die Welt bereisen und kann mir die ganze Welt anschauen. Und ja, es ist ein guter Ausgleich zur Arbeit oder zur Schule. Mhm. Und ja, kann man nur sagen. Ja, ist eh schon, ja. Viel. Ist eh schon viel. Es ist einfach cool. Ja, wie war das? Also du hast gesagt vorher, dass du früher also mehr gesehen hast als jetzt. Wie hat sich das entwickelt oder wie gehst du mit diesem Handicap um, sag ich mal? Oder war das eine schwierige Situation für dich? Nein, das war eigentlich nicht wirklich schwierig für mich, weil ich erst mit 7 Jahren blind war, also unterschauen besser gesagt. Mhm. Und da habe ich das nicht wirklich so mitgekriegt. Also das, also als kleines Kind, sag ich mal, wie soll man sagen, trifft dann das nicht so schwer und da verkraft man das noch leichter. Mhm. Und ja, da habe ich noch besser gesagt. Wo brauchst du Unterstützung oder was du irgendwie Schwierigkeiten oder Hürden gehabt in der Vergangenheit, dass gewisse Sachen jetzt vom Finanziellen her oder sonst her nicht so umsetzen als Kind, wie du wollen hast? Was glaubst du, welche Bereiche wären für dich noch jetzt wichtig, damit du vorankommst, deinem Ziel näher kommst, sag ich mal? Ich habe jetzt in den letzten Monaten ein neues Tandem angeschafft, also das fällt jetzt einmal, okay, sag ich mal, weg. Aber wie viel kostet sowas? 4.700. Okay. Das kostet, ja. So ein Carbon-Rahmen? Nein, oder? Es ist kein Carbon, es ist ein Alu. Okay. Und die Sattelstützen und die, glaube ich, Lenker sind auch Carbon. Okay. Ja. Ja, es ist recht flott, also das hat er, glaube ich, 11,9 Kilo. Okay. Ja, für Tandem ist es leicht, gell? Ja, nein, es war so durch 2 Reifen bis bei 6 Kilo und das, ja, ist normal, es ist ein super Rennrad. Ja, schon, ein Rennrad mit 6 Kilo. Das ist schon ziemlich. Ja, das geht schon gut, also elektronische Schaltung. Wirklich? Ja. Auf die bin ich mal stolz. Ich muss schauen, dass die Batterien nicht ausgehen beim Rennen oder sonst irgendwas. Nein, also die halte anscheinend relativ lang. Okay. Ja, so. Also, nein, aber eh. Wacko. Sonst hängst du gleich, sonst tust du gleich durch die Wartleistung das immer aufladen. Das kannst du noch zusammenbauen. Nein, ich habe einen Freund, der ist in der HTL, der Elektrotechnik und das kann man mal sicher bauen. Also, den müssen wir mal fragen. Ja, passt. Das ist schon das nächste Projekt, da brauchen wir schon Geld dafür. Nein, aber was ich schwierig sehe, also halt, wo vielleicht aber Unterstützung, die ganzen Kosten zu den Rennen und so und was die Hotels und was ich was. Mhm. Und was auch sehr schwierig ist, die Anreise und okay, die ist per Zug sehr schwierig. Okay.
Und ich meine, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber da war halt ein Auto super. Und das sagen mir schon viele, dass ich ein Auto brauche, weil den Piloten, der hat ja die meisten, also haben einen Führerschein und dass ich einfach mein Auto, dass wir mein Auto fahren. Das ist einfach ein größeres Auto, wo man Standard reinkriegt. Mein Zug, das ist einfach so schwierig. Weil ich hätte nach Deutschland fahren wollen, so ein Europacup-Rennen. Und da habe ich einen jungen Triathlet, der ist ja 17 und hat dann keinen Führerschein natürlich. Und da war ich mit dem Zug gefahren und nein, das ist nicht möglich. Also die ÖBB ist nicht sehr. Ja, und es dauert auch viel lang wahrscheinlich. Es dauert viel lang wahrscheinlich, oder? Das würde ich nicht sagen. Da waren wir vielleicht mit dem Auto 7,5, 8 Stunden und mit dem Zug waren wir 9 Stunden. Aber 5 Uhr umsteigen oder so. Ja. Und das ist dann mit dem Tandem mühsam. Also das interessiert mich nicht.